conversation. It's going round. People talking about those girls. Come to town. It's a weighty. It's a west when we. Mein Name ist Cheyenne Garcia. Ich befinde mich gerade in der wunderschönen Stadt Stuttgart. Guckt euch das Video an. Es war wirklich genial. Ich nehme es schon mal vorweg. Ihr werdet auf jeden Fall sehr viel lachen. Wir haben unseren Psychologen-Experten heute dabei gehabt. Ja, also Eva, Cousins und Cousin. Mein Name ist Cheyenne Garcia. Ciao. So, hallo. Hi. Wie heißt du? Valentina. Du bist ja so in der Welt schon mal draußen gewesen, ja, ne? Du kennst die Welt. Ja, du kennst die, du kennst die Frauenwelt, du kennst die Männerwelt. Ja. Wer hat mehr zu sagen, Mann oder Frau? Ich glaube, wir machen es mehr hintenrum. Und steuern was macht ihr? Mehr hintenrum. Also ihr manipuliert uns? Ja. Das ist aber nicht die feine englische Art. Aber so läuft's leider. Ja, ja, ich glaube schon. Wie heißt du? Fido. So, wie heißt du? Mert. Wie alt bist du? 24. Und du? 22. Du bist niemals 22, erzähl doch keinen Scheiß. 22. Du siehst älter aus als mein Vater. 22. Nein! Hast du einen Mann? Ja. Ja, bist du verheiratet? Nein. Okay. Wie ist das so, wenn du mit deinem Mann draußen bist und er sagt, ich will da essen gehen und du sagst nein? Was passiert denn? Du musst dich nur verkaufen eigentlich. Und das ist es. Du musst es schön verpacken und verkaufen. Wie machst du das? Ja, das kommt drauf an, das ist situationsbedingt. Ja, in der Situation. Da gibt es aber keine Formel dafür. Achso, du musst einfach nur agieren. Genau. Ja? Im Moment, just in time. Wer hat mehr zu sagen, Mann oder Frau? Frau. Ja? Ja. Du bist aber der Erste, der so das direkt offen sagt. Hast du eine Freundin? Nein. Warum? Bin zu fett. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Find mal so eine Freundin. Ja. Die sagt nein, zu fett, guck keine mal, Haare. Solange Moneyboy eine Freundin hat, kriegt jeder eine Freundin. Aber dir ist es bestimmt auch aufgefallen, mittlerweile sind die Frauen mehr Männer und die Männer mehr Frauen, leider Gottes. Ich gehöre nicht dazu, aber... Yo, standing ovation, was ist bei dir passiert? Also ich bin ihre beste Freundin und ich kann es bestätigen, was sie sagt. Es ist leider so, ja. Weißt du, wen du ähnlich siehst? Wem? Dieser Frau vom Big Bang Theory. Penny! Penny, gell? Ich weiß nicht, wer das ist. Ist es ein Kompliment, ja, oder ein Kompliment, eine Beleidigung? Nein, es ist ein Kompliment. Sie hat recht, aber eben, wir sagen es nicht. Aber für dich mach mal eine Ausnahme. Aber jetzt ist vielleicht das aufgedeckt. Ja. Eigentlich aber das, ja, aber das bringt bei euch Männern trotzdem nichts, weil ihr wisst es trotzdem und das funktioniert alledem. Ja, was mit der hier? Mit der, guck. Nein. Warum? Nicht mein Geschmack. Nicht? Nein. Hey, komm mal kurz her, hallo. Hallo, komm mal kurz. Jetzt komm! Jo, Alter, der hat einen guten Stramm. Der ist stramm, guck mal, wie der dahin läuft. Wow, ey, macht einen Applaus, Alter, wie er das gemacht hat. Jawoll! Findest du, Männer sind noch Gentlemen heutzutage? Nein. Es gibt ein paar vereinzelt, aber sonst nee. Nicht? Nee. Wie würdest du die Männer jetzt mit einem Wort beschreiben? Oberflächlich. Ja. Ja? Ja. Madame. Ja. Was ist los? Schütte dein Herz aus. Ich höre nur ja, ja. 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 Ist es deine Mama? Das ist meine Mama. Schau, kann man nein. Mama? Das ist meine Mama. Sie sind die Mama? Das ist meine Mama. Oui, oui. Sie sind die Mama? Sie ist 55. Ich bin die Mama, aber sie sieht dem Papa ähnlich. Ja. Ja. Wie war das, so seine Hand zu halten? Habt ihr schon die Glocken gesehen, die Kirschen, dieses Blumenmädchen? Ja, wohin? Hallo? Ja, wie läuft es nicht mit Frauen? Guck mal, läuft halt nicht, ne? Du kannst doch einfach nehmen. Ja, einfach nehmen, aber gehört sie dir dann? Nein. Du geile Sau. Man merkt, du bist ein richtiger Gigo. Nein. Doch. Doch, das merkt man. Warum lachst du? Weiß nicht, stimmt. Warum bist du so ernst? Lach mehr im Leben. Ja, aber das geht ja nicht wegen dem Botox. Das geht trotzdem. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Einschaltquote dermaßen erhöht. Mein Name ist Anna. Ja, aber sie will Curvy-Model werden. Ja, ich will Curvy-Model werden. Vielleicht kannst du was machen.
Hier, meine Bauchmuskeln! Ja, this is real, bro. Hey, und warte, ich nehme nicht mal Drogen, das ist so geil. Das stimmt. Die ist von Haus aus so. Die ist von Haus aus so. Warte, ich muss mich... Ah, ich habe Schmerzen. Ich habe irgendwas hier jetzt zerrt. Hey, warte. Hey, du musst mir unbedingt auf Instagram followen. Bei mir funktioniert es nicht, bei dir schon. Bei mir verstehe ich es nicht, warte. Bei dir auch nicht. Oh. Er kann nicht mehr. Ja, was sagst du denn, Mensch? Ich war schon fest überzeugt, dass das alles Natur ist. So schwer. Okay, ich war sehr überrascht. Erzähl doch mal, was auf was für Frauen da steht. Dünn, lange Haare, Psychos. Wie Psychos? Psychotanten. Ja? Aber wie? Oder mir egal. Die soll kommen. Was ist denn passiert? Die steht nachts vor seiner Haustür. Warum? Weil ich ein bisschen missgebaut habe. Was heißt ein bisschen missgebaut? Ja, ich habe sie ignoriert. Deswegen steht sie nachts vor seiner Haustür. Boah, das ist aber echt hart. Also ich finde das nicht in Ordnung, was du gemacht hast. Das ist unmenschlich, was du getan hast. Du hast sie ignoriert und dann steht sie nachts vor deiner Tür. Wie fühlt man sich denn als Frau, wenn der Mann sagt, hey, langsam reicht's, Fräulein, ja? Stopp. Ist gut. Fühlt man sich so, man so, oh, der ist so süß. Oh, der ist so goldig. Ich will mich eincremen. Oh. So? Nein, du hast Respekt einfach vor dem Mann. Weil der Mann sollte der Mann sein. Aber ich höre immer nur Frauen sagen, die meckern. Die Frauen meckern immer. Die sagen immer, ja, ich will einen Mann, der mir zuhört, der soll zuvorkommen sein. Ich will, dass er mir mal auch die Tür aufhält und so. Also ich halte keiner Frau die Tür auf. Warum? Weil die zwei Arme hat. Wenn die jetzt behindert wäre, dann würde ich das machen. Wenn die so mit der Schulter aufmachen muss, dann mache ich das, ja? Dann mache ich das. Aber so also, wenn du ins Lokal gehst, machst du ja nicht die Tür auf. Also, dann kriegt er nur Applaus. Ja, nein, mach ich nicht. Okay. Was hast du zu ihr gesagt, als du das gehört hast? Ich habe mich nicht eingemischt. Nicht? Ich will nichts mit Psychotanten zu tun haben, hallo. Ja, aber warum ist sie so Psycho? Weil sie so stark in ihn verliebt ist? Deutsch. Wie? Deutsche Frau. Deutsche Frauen sind total chillig. Ich habe bis jetzt noch keine einzige getroffen. Er hatte letztens auch eine. Sind Männer treu, ja oder nein? Warte, dazu weiß ich einen guten Spruch. Ja, was denn? Weißt du, warum Frauen Make-up tragen und Männer gute Lügner sind? Weil Frauen das glauben, was sie sehen? Nein, das war anders. Ich gebe dir nochmal 20 Minuten. Was? Dann kannst du gleich nochmal sammeln. Ja, ja. Ich sammle okay. Mich nochmal. Überleg. Erzähl mal, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne, wie soll ich die ansprechen? Was geht? Ja, nein, warte. Ja, das ist ja Standard. Er hat so einen Standardspruch, sag ihm mal. Ich wünsche, dass du mit mir aufs Klo gehst. Und glaub mir, der funktioniert. Ist der asozial. Aber hat echt funktioniert. Hat das schon mal funktioniert? Ja. Die wollte mit mir aufs Klo gehen, aber für kein Geld. Jetzt. Du hast wahrscheinlich einen Tausender hingelegt. Nein. Willst du mein Geld mal reingucken? Also du sagst, Männer sind untreu? Ja. Aber nicht alle, oder? Doch. Ich sag immer, die Zeit macht. Du sagst, alle Männer sind untreu. Ein Jahr gut gehen, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, aber ab dem fünften Jahr vielleicht kriselt schon. Was ist mit einer Frau? Boah, ey, das ist auch schwierig. Also mittlerweile sind ja die Weiber auch nicht mehr wirklich Frauen, sondern eher Männer. Ja, weiß ich nicht. Nee, sind es auch nicht. Aber wir gehen mehr emotional fremd. Was dann natürlich schön ist, emotional fremd zu gehen, mit Herz. Wir lieben dabei fremd zu gehen, das ist schön. Also, wenn jetzt eine Frau das sieht. Was? Ja, was soll die mitbringen? Geld. Ja? Ja, ich bin pleite. Bist du schon mal fremd gegangen? Ja, bin ich schon, ja. Ja? Ja. Oft? Nee, ja. Also ja. Bist du schon oft fremd gegangen? Ja, aber weil ich nicht das bekomme, was ich vielleicht gerne hätte. Ihr sagst ihm doch einfach völlig mal. Aber
aber ihm bin ich nicht fremdgegangen. Also ihn nicht? Nein, nein. Nicht, dass er uns jetzt den Kopf abreißt. Das ist ein lieber Kerl? Ja. Welche Frau von euch hat Geld? Wer hat Geld? Wer hat Geld? Du? Er sucht eine Frau mit Geld. Die war bei Primark, die hat kein Geld. Was weiß ich? Die war bei Primark, die hat kein Geld. Nein, man kann auch kämpfen. Man kann hast du es geschafft? Hast du überlegt? Ich habe überlegt. Aber du machst mich so nervös. Du machst mich echt nervös. Ach, Quatsch. Also, soll ich es nochmal versuchen? Ich bin ein Flamingo. Also, der Spruch geht so. Und wir sind nüchtern. Ja, das ist geil. Okay, okay, warten wir. Männer glauben das, was sie sehen. Deshalb schminken sich Frauen. Und Frauen glauben das, was sie hören, deshalb lügen die Männer immer. Was ist, wenn die Frau 40 ist? Mit Geld? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Warum? Ja, was jetzt? Da kommt eine 45-jährige Millionärin. Die hat, ich sag dir direkt, ja. Ehevertrag, aber hallo. Ja. Eine Million dann ja. Weil heutzutage ist es ja auch mega interessant, einen Salat zu essen mit Früchten. Was? Ein? Ein Salat, der eigentlich salzig ist. Jetzt ist es so aufgepäppt mit Früchten. Mit Früchten. So muss ein Mann sein. Er muss einfach von allem ein bisschen sein. Nicht nur zu dominant und nicht nur zu... Aber wenn er zu lieb ist, dann ist es auch wieder falsch. Ich habe ja gerade gesagt, eine Mischung. Eine Mischung. Ja? Eine Frau macht den Mann. Aber kannst du mal einen Filter reinhauen oder so? Weil ich ein Filter? Ja. Kannst du das auch? Wie viel denn noch? Kannst du uns das aufs Handy schicken? Grüßen. Mein Kollegen Enis grüße ich. Ja, das war es auch an sich. Mama, willst du noch jemanden grüßen? Die Familie, aber die schauen das nicht an, weil meine Mama oldschool-italienmäßig ist. Die du bist Italienerin? Ja. Komplett Italien? Ja. So Mafia-Italien oder? Sie. Oder diese Pizza-Italiener? Nein, Napoli, ja. Wenn 1000 Leute das sagen, dass ich ihr folgen soll, dann folge ich ihr auf Insta. Yeah. Das Video ist jetzt zu Ende, ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked und kommentiert das Video. Macht die Glocke an. Kommentiert, liked das Video, gebt mir ein Herz, folgt mir auf den Social Media Kanälen. Stuttgart, Dankeschön, ihr seid wundervoll, eine wunderschöne Stadt. Ich komme gerne immer wieder und will so Weich und Käsespätzle und so. Wir sehen uns, ciao.